Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Diamond Painting Unboxing von der Firma Diamond Art Gift. Wir sehen uns gleich nach dem Intro wieder. In dem Paket waren diese zwei Sachen drin. Ich habe es extra erstmal in der Verpackung gelassen, damit man sieht, wie die verpackt worden sind. Als erstes fangen wir mit diesen hier an. Wir haben hier Wachsstifte und dazu gibt es auch noch einen Spitzer dabei. Und das Besondere an diese Wachsstifte ist, dass die verschiedene Farben haben. Man kennt es ja, dass die meistens weiß sind. Und hier haben wir einen weißen, einen grünen, einen pinken und einen orangen. Das fand ich irgendwie richtig cool. Die sind relativ lang, die sind 21,5 cm lang, diese Dinger. Man kann die auch einzeln in die jeweiligen Farben kaufen, also nur grüne oder pinke oder orange. Aber ich habe gedacht, ich nehme mal diese Packung, wo die vier verschiedenen dabei sind, weil ich finde die eigentlich total klasse, speziell wenn man mit Sondersteine arbeitet, mit Strasssteine und mit AB-Steine, also speziell für so kleinere Projekte, für die Projekttaschen, was ich gemacht habe, oder Deko-Elementen oder Karten oder sonstiges, finde ich die echt klasse. Deswegen habe ich mir so eine Packung ausgewählt. Ich schätze mal, die Farbe hat nichts damit zu tun, wie klebrig die Stifte sind. Das wird so ganz normal wie die weißen sein und fertig, aber ich fand, das sah nett aus, verschiedene Farben, einfach mal was anderes. Und was auch ganz gut ist, dass es in so eine Zipptüte kommt, damit man das wieder verschließen kann. Gerade so, dass man die reinbringt und zumachen kann. Das finde ich schon mal sehr gut. Dann schauen wir uns mal das nächste an. Als nächstes habe ich mir diese Deko-Element ausgesucht, wie man schon erkennen kann. Ohren ist bestimmt irgendwas mit Ostern. Aber ich wollte erstmal auf die Verpackung näher eingehen. Es ist nur in so einer Knisterfolie drin, wie ihr seht. Es war nicht in einer Schachtel drin. Und die Gefahr ist ja, wenn man in... Man bekommt ja solche Sachen in diese graue Tüten. Da ist die Gefahr, dass diese Sachen brechen. Zum Glück ist hier nichts gebrochen. Also es wäre schöner gewesen, wenn das vielleicht in so eine Box drin gewesen wäre. Oder vielleicht mit Luftpolsterfolie eingewickelt worden ist, damit nichts passieren kann. Ich packe schnell das aus, damit es nicht so knistert. Ausgepackt ist es. Ich habe so viel Spaß daran gehabt, diese ganze Weihnachtsdeko zu machen. Da habe ich gedacht, da suche ich mir gleich was für Ostern aus. Die ganzen Steine schauen wir uns gleich an. Wir haben ein Toolkit dabei, ein Bötchen, Blättchen Wachs, Zipptüten und ein Stift. Schon mal sehr gut, dass da Zipptüten dabei sind. Das Unterteil besteht aus zwei Platten. Ich schätze mal, hier kann man noch die Folie abmachen vielleicht. Ja, hier kann man noch die Folie abmachen. Das lässt man normalerweise drauf erstmal, damit nichts verkratzt. Aber wenn man dann fertig alles gepaintet hat, kann man das ja wegmachen. Und hier ist noch ein Element. Ich schätze mal, das kommt unterhalb. Das ist dann so ein bisschen dicker ist. Schaut aus wie ein Osterei, ist schön fixiert. Hier wird nichts gepaintet. Dieses Teil ist alleine schon 8 x 13 cm groß, also relativ groß. Und hier ist der Hase. Der ist 19 cm breit und ist 28 cm hoch, also relativ groß. Und wenn man das fertig gepaintet hat, steckt man das natürlich hier rein. Es wird nur einseitig gepaintet. Ich habe hier schon mal geschaut, hier ist eine Folie drauf, wo man danach wegmachen kann. Aber das lässt man ja drauf erstmal, damit nichts verkratzt oder so. Also schon mal sehr schön. Und der Hase besteht aus Strasssteine und Sondersteinchen. Wir haben hier, wie ich erst erkennen kann, lauter Zahlen. Von 1 bis 19, wie es scheint. Kann man alles sehr deutlich sehen. Ist sehr schön. Ich mache mal hier das mal ab.
Es ist sehr klebrig, wie es sein soll. Und muss hier alles bekleben, wie das aussieht. Aber der sah echt sehr putzig aus. Relativ groß. Also haben wir schon eine Zeit lang was zu painten. Sehr niedlich. Jetzt schauen wir uns mal die Steinchen an. Das sind hier schon so welche in Zipptüten. Schauen wir uns die gleich an. Das ist die Nummer 19. Und die 18, so ganz große gelbe. Und noch so kleinere. Schick, schick. Das sind jetzt die in Zipptüten und die anderen kommen in diese Schlangenformat. Gehen wir die schnell mal durch. Die verschiedene Strassfarben, also hellgrün, türkis, Aprikot, grün, normale schwarze, orange, gelbe. Ja, ich sage jetzt nicht alle Farben, ich meine, das kann man ganz grob erkennen über die Kamera. Das sind alles normale Strasssteinchen, wie das ausschaut. Also haben wir nur die drei Sondersteinchen, schöne rote noch und diese weiße oder silbernen. Cool, also relativ viele Farben, also 19 Stück, also 16 Strasssteinchen und drei Sondersteinchen. Ich habe schnell wieder die Steinchen aufgeräumt, damit nichts verloren geht. Also der Hase schaut ja richtig niedlich aus. Und mit die ganzen Eier und alles. Es wird bestimmt sehr gut rauskommen, auf jeden Fall sehr bunt. Da freue ich mich schon drauf. Ich bedanke mich bei der Firma Diamond Art Gift für diese Sachen. Das ist noch eine Kooperation vom letzten Jahr. Das ist erst dieses Jahr gekommen. Die Links zu den ganzen Produkten werde ich euch wie üblich unten in der Infobox hinzufügen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und vielleicht bis zum nächsten Video und ciao!